Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon-Kampf. Heute kämpfen wir gegen Joseph und, naja, zu seinem Team. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß und ich würde sagen, los geht's. Joseph will mit dir kämpfen. Dann lass mal sehen, mit was du beginnst. Ich starte mal wieder mit Sengo, weil das ist immer eine gute Wahl, wie ich finde. Und hier kommt Mewtwo. Oh nein! Immer diese Mewtwos. Naja, ich bleibe bei meiner altbewährten Methode. Erstmal den Scanner einsetzen, um in dieser Runde sicher zu sein. Um den Toxic Orb wirken zu lassen. Aber das Mewtwo ist natürlich schneller als ich. Und haut meinem Sengo so dermaßen auf die Fresse, dass es, ja, viel zu viel Schaden nimmt. Aber hier, der Nachthieb von einem Sengo macht auch nicht den gewünschten Effekt. Und deswegen, ja, bin ich hier ziemlich aufgeschmissen gegen dieses Mewtwo. Aber was sollte ich machen? Ich habe Sengo einfach mal drin gelassen und geopfert, um mit dem nächsten Pokémon sicher einwechseln zu können. Sorry Sengo, lief dieses Mal nicht so wie gewünscht. So, erstmal Ninjask. Und die Runde nutzen, um unser Tempo in die Höhe zu treiben. Aber da, das hatte ich nicht bedacht. Mewtwo heilt sich ja gerne mal. Und ja, war jetzt nicht gerade cool, denn der ganze schöne Schaden, der Sengo gemacht hat, ist damit für den Arsch. Aber was soll's? Ich booste mich mit Ninjask weiter. Und hier kommt der Angriff. Verdammt. Verdammt. Keine Zusatzrunde für mich, aber der Schaden ist weniger als gering, würde ich sagen. Ich kann mir nochmal eine Runde mit dem Schutzschild erlauben. Und eventuell könnte ich mir sogar nochmal eine Doppelrunde erlauben, weil Mewtwo, wie gesagt, kaum Schaden macht. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich darauf reagiert habe. Wir werden es gleich sehen. Ah, okay. Mewtwo wird ausgewechselt. Und dafür kommt ein Shiny Ditto. Oh, fuck. Es kopiert mein Ninjask. Fand ich jetzt überhaupt nicht so cool. Aber ja, ich habe das nochmal genutzt, um mich noch einmal zu boosten. Genau so war das. Aber dieses Ninjask da drüben, es will mir nicht gefallen, ganz im Ernst. Gut, aber nun reicht es mir. Ich setze Stafette ein und hole mit dem gewonnenen Boost aufs Feld Viscogun. So, und mal sehen, was jetzt dieses Vieh macht. Es setzt Schaufler ein. Meinetwegen. Kassiert nochmal den Temposchub. Und deswegen ist es jetzt auch schneller als mein Viscogun. Und kriegt jetzt die volle Ladung seines Angriffes ab, nachdem es an Geschwindigkeit verloren hat. Nassschweif. Bams. Jo, reicht. Tschüss, Ditto. Gut, als nächstes kommt Mew. Ein Shiny Mew, ja. Ich weiß nicht weshalb, aber extrem viele meiner Gegner in letzter Zeit haben Shiny Mews im Team. So groß war die Möglichkeit, jetzt nicht unbedingt an ein Shiny Mew zu kommen, wenn ich so an die letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre zurückdenke. Irgendwann war es mal möglich, weil man Mew irgendwo hatte antreffen können durch irgendwie ein spezielles Ticket oder keine Ahnung. Und da konnte man resetten und da war die Chance immerhin vorhanden, um ein Shiny zu bekommen. Ja, aber ich behaupte, das haben die wenigsten gemacht und deswegen die meisten Shiny Mews hier oder allgemein die meisten Mews hier sind fake. Ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Und was auch sehr scheiße ist, dass Viscogun niemals trifft, das kotzt mich langsam an. Aber die dritte Blattgeißel trifft dann doch endlich und befördert das Quachuchu zurück in seinen Pokéball. So, schon wieder viel zu viel gelabert, das eigentlich gar nichts mit dem Kampf zu tun hatte. Hier haben wir wieder das Mewtwo vom Anfang. Und eigentlich müsste ich doch schneller sein, genau. Und da ich nichts zu verlieren habe, Wutanfall. Bam! Frisst das Mewtwo. Das reicht. Es ist kaputt. Und dann fehlt noch... Muss ich noch was sagen, Leute? Wirklich, in jedem Kampf kommt ein Lucario. Echt, langsam bin ich jetzt ein bisschen doof. Und was ich auch doof finde, dass mein Viscogun jetzt auch besiegt wurde. Fucking Lucario. So, komm, Blitzer. Zeig dem Vieh, wer hier der Boss im Ring ist. Donnerblitz. Und zack. Tschüss, Lucario. Nee, es reicht nicht ganz. Fuck. Fuck. Sonst reicht doch das meistens. Naja, was soll's.
Halb so wild, spätestens jetzt. Scheiß Turbo-Tempo. Macht aber nichts. Das hält Blitzer durch. Und nun kommt der Donnerblitz durch und besiegt ein weiteres Lucario in meiner Statistik, könnte man sagen. Nee, ich will keine Statistik, keine Sorge. So, und ein Glurak. Ein Mega-Glurak. Oh, Kacke. Ein Mega-X-Glurak sogar. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was Blitzer da ausrichten kann. Bestimmt nicht wenig, aber nee, es reicht überhaupt nicht. Aber, aha, das Glück war wieder mal auf meiner Seite. Die Paralyse kam durch. Aber, ja, es greift trotzdem an und besiegt Blitzer. Scheiße. Macht aber nichts. Aquana ist immer da, um uns den Arsch zu retten. Und mit diesem Surfer müsste es das theoretisch gewesen sein. Nee, reicht nicht ganz. Okay, dann halt nicht. Aber der Flügelschlag ist nicht weiter wild. Und nun müsste es soweit sein. Dieser Kampf wird gleich beendet werden. Zack. Und Glurak wurde besiegt. Das müsste es gewesen sein, oder? Ich glaube. Ja, Joseph wurde besiegt. Okay, Joseph, vielen Dank für diesen Kampf. Wie gesagt, bei deinem Mew und... Ja doch, der Rest geht eigentlich, aber bei deinem Shiny Mew... Naja, ich sag mal nix. Der Rest war ganz okay, war ein guter Kampf, deswegen vielen, vielen Dank für diesen Kampf und euch Leute, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.